Morgen auch in diesem Tal in eure Stille hinein. Wie kommt ihr lieber in die Gesellschaft? Und das ist nochmal der Hauptsinn, darüber zu sinnieren, von dem heutigen Vormittag. Und weil das aber auch wieder nicht für sich alleine steht, sondern ja von verschiedenen Richtungen wieder, wie wir das angehen müssen, holen wir die Wirtschaft wieder mit rein. Die Ergebnisse von gestern, auch die Ergebnisse von euren Herbergen. Wir waren nämlich ganz schön gut, wir haben ganz schön zielgerichtet und effektiv mit konkreten Ergebnissen gearbeitet. Die können wir uns heute wieder ranholen. Und dann im zweiten Teil des Vormittags schauen wir konkret nochmal darauf, was wollen wir mit nach draußen nehmen, wie wollen wir weiterarbeiten, wie wollen wir uns vernetzen und was soll geschehen bis zum nächsten Philosophiefestival, welche Titelthemen wollen wir dem geben, um uns auszurichten, innerlich auf unsere Handlung. Genau. Sag doch mal die Orgasachen noch so zwischenrein. Gut, ganz zwischenrein drei Orgasachen. Wer noch irgendwie was für heute oder gestern oder Essen oder Unterkunft bezahlen will, kann das entweder nachher in der Pause tun nochmal. Ihr seid ja nochmal da unten. Oder eben, wenn da jetzt keiner findet, stehen wir kurz auch bei Melanie. Jederzeit. Mira, so. Ja. Gut, aber ihr setzt euch dann unten in der Pause nochmal. B, wer jetzt irgendwo früher oder später abreist und so ein Zimmerkärtchen hat, da steht jetzt vor dem Büro unten irgendwie so ein Topf oder wo das bitte reinschmeißt. Ich glaube, das war's auch schon. Ja. Und Zimmer sind alle bezahlt oder sollen wir das auch noch reinschmeißen? Wer weiß auch was bezahlt, da gibt es auch bei Mira, verdammt. Sehr Platz, Leute. Gut, dann machen wir mal zu, weil wir ja das ganze Philosophiefestival nehmen. Und Philosophie irgendwie auch die Kunst des Unterschieds zu den Teilwissenschaften, das Ganze im Zusammenhang zu denken und die Frage nach der Rolle des Menschen im Ganzen. Und ich hatte einleitend schon mal, oder wie hat einleitend schon mal gesagt, dass ein Stück der Impuls für dieses Philosophiefestival der Liebe auch von Rudolf Barrow kommt, der schon vor 30 Jahren quasi so diesen Zusammenhang mal andachte und jetzt nochmal kurz zwei Stellen, die es auch nochmal, glaube ich, ganz gut sichtbar machen, warum diese Themen, die wir alle jetzt schon hatten, die Liebe, die Wirtschaft, wir selbst, was die mit diesem Thema Gesellschaft oder Politik in Zeichen der ökologischen Krise zu tun haben. Alle Ideologien des bürgerlichen Zeitalters, selbst die illegitimen, wie Anarchismus, Feminismus, sogar Ökologismus, sind angesichts des wahren Charakters der ökologischen Krise als vom Machtwillen des bürgerlichen Individuums verursacht, mindestens unzulänglich. Politik als Machterwerb innerhalb der Megamaschine bleibt ein Weg der Sklaverei und des Verrats an uns selbst. Sobald wir dem Problem auf den Grund gesehen haben, können wir das Reformieren völlig denen überlassen, die sich damit noch begnügen, den Kollaps des zivilisatorischen Apparates hinauszuschieben zu wollen. Darin werden sie ohnehin ihr Mögliches tun. Wir haben noch eine andere Arbeit. Wahrhaft ökologische Politik geht den indirekten Weg, der in Wahrheit viel direkter ist, weil unsere Psyche die Quelle der sozialen und ökologischen Übel ist. Wir werden uns, wo immer wir uns dennoch für den Erhalt von irgendetwas Einzelnem engagieren, stets bewusst bleiben, dass das Problem zwar an dieser Stelle kenntlich und daher in gewissem Maße vermittelbar, aber für sich genommen so nicht zu lösen ist. Denn dieses politische und technische ist nicht der Kern der Perspektive. Wie Louis Mumford in seinem Buch Transformation of Man
schon 1956 zeigte, ist ein neues Selbst. Das heißt eben eine neue Gesamtverfassung des Bewusstseins, die grundlegende Voraussetzung einer zivilisatorischen Wende. Und wie andere Lehrer seines Formats, etwa John Gebser, Théard de Chardin, wie wir alle gestern Abend auch schon hatten, stimmen sie weitgehend darin überein, dass der end- und unterscheidende Akzent dieser Welthaltung in Arbeit, Erkenntnis, Beziehung, die Liebe sein wird, nicht aber als eine Sentimentalität, sondern als Punkt Omega, einer Geistesverfassung, die selbstgewiss und herzoffen genug ist, um in gefühlter Resonanz mit allem übrigen Leben sein zu können. Da wissen wir, was wir zu lernen, was wir zu ermöglichen. Auch wenn Rudolf Barrow ja selbst nicht mehr anwesend sein kann, haben wir drei andere Koryphäen eingeladen. Jeder durch das Leben geprägt und mit dem Leben den Weg und auch die eigenen, den Veränderungsbedarf größer gedacht. Beschäftigen, werden Sie uns ja nachher.